Hallo zusammen. Wir sind immer noch dabei herauszufinden, welche Rolle jetzt eigentlich der Gegensatz von subjektiv und objektiv in der Philosophie spielt. Wir haben beim letzten Mal ja schon gesehen, dass es da mindestens mal drei Themenfelder gibt, in denen sich die subjektive und die objektive Perspektive gegenüberstehen, was dann zu den bekannten philosophischen Diskussionen geführt hat. Nämlich erstens, das war der Sinn des Lebens. Zweitens die Willensfreiheit und drittens die personale Identität. So, wir haben da gesehen, dass sich in jedem dieser Problemgebiete eine objektive und eine subjektive Sichtweise auf das jeweilige Problem gegenüberstehen, die jeweils für sich gesehen sinnvoll und wichtig sind oder zumindest so erscheinen. Wenn wir nur eine der beiden Perspektiven berücksichtigen, also wenn wir nur die subjektive Perspektive oder nur die objektive Perspektive berücksichtigen, dann scheint irgendwas zu fehlen, dann scheint das Bild nicht vollständig zu sein. Aber dummerweise hat sich auch gezeigt, beide Perspektiven sind nicht miteinander vereinbar. Wir können nicht ohne die beiden Perspektiven auskommen, aber wir finden keinen Weg, die beiden Perspektiven miteinander in Verbindung zu bringen. Daher gibt es in philosophischen Debatten immer zwei Kernpositionen, oder das ist zumindest das, was Nagel uns jetzt hier andeuten möchte. Es gibt immer zwei Kernpositionen, die einander unvereinbar gegenüberstehen und die jeweils die subjektive bzw. die objektive Perspektive auf die jeweilige Frage abbilden. Heute machen wir in derselben Richtung weiter, das heißt, wir werden uns heute zwei weitere Problemfelder anschauen, in denen es offenbar ganz genauso aussieht. Das ist einmal das Leib-Seele-Problem und einmal der Bereich der Ethik. So, fangen wir mit dem Leib-Seele-Problem an. Das ist uns eigentlich schon ganz gut vertraut aus unserem Fledermaus-Aufsatz, nämlich in dem ja, diese Leib-Seele-Problematik in Beziehung auf das Subjektive und Objektive schon ziemlich deutlich diskutiert worden ist. Also grundsätzlich wissen wir ja schon, worum es beim Leib-Seele-Problem geht, nämlich um die Frage, wie ist der Zusammenhang vom Psychischen und vom Physischen? Deswegen spricht man auch manchmal, so wie Nagel das hier in dem Aufsatz tut, vom psychophysischen Problem. Wir wissen schon, objektiv betrachtet kann das Psychische eigentlich ohne größere Probleme in die objektive Realität eingeordnet werden. Warum ist das so? Ja, denken wir nochmal kurz zurück. Ich kann ja ohne weitere Schwierigkeiten sagen, welche psychischen Zustände ein Wesen gerade hat. Also nehmen Sie an, Sie beobachten, wie ich mit meinem großen Zeh irgendwo gegen den Türrahmen renne und dann sage, au, ah, verdammt, das tut weh oder so etwas. Und dann wissen Sie ganz objektiv, dass ich gerade Schmerzen habe. Sie können auch, ja, was weiß ich, anfangen zu lachen darüber, wie albern ich aussehe und wie schadenfroh Sie sein können, wenn ich mir den Zeh gestoßen habe. Und auch dann kann ich wissen, dass Sie sich gerade amüsieren über das, was mir zugestoßen ist. Also es ist überhaupt kein Problem, von außen einem Wesen solche psychischen Zustände zuzuschreiben. Und es ist auch kein Problem, diese psychischen Zustände mit irgendwelchen Ereignissen in der Realität kausal zu verknüpfen. Warum habe ich jetzt gerade Schmerzen? Das ist ein psychischer Zustand. Nun, ich habe diese Schmerzen, weil ich mir den Zeh gestoßen habe. Das ist ein physisches Ereignis. Also in der Hinsicht überhaupt kein Problem, eine kausale Verknüpfung herzustellen. Genauso kann ich sagen, dass mein sich den Zeh stoßen und meine Schmerzen im Zeh ihr Lachen verursacht haben. Also auch hier in die andere Richtung können psychische Ereignisse ohne Probleme Wirkungen von irgendwas sein. Die kausale Einbindung von psychischen Ereignissen und Zuständen in die Realität scheint in dieser Hinsicht eigentlich vollkommen unproblematisch zu sein. Das Problematische an der Sache ist aber, dass wir nicht wissen, wie es ist, in dem Zustand zu sein, in dem sich jemand anderes gerade befindet. Und das ist der Defekt, der all diesen objektiven Ansätzen fehlt. Nagel nimmt hier als wichtiges Beispiel für solche objektiven Herangehensweisen, die versuchen, das Psychische in die objektive Realität zu integrieren, das Konzept der intentionalen Systeme heran. Also dieses Konzept von intentionalen Systemen geht zurück auf den amerikanischen Philosophen Daniel Dennett, der das in einer Reihe von Veröffentlichungen ausgearbeitet hat.
Und es ist ganz interessant, sich das jetzt hier im Detail mal ein bisschen näher anzugucken, um nochmal klar herauszustellen, wo Nagel eigentlich das Problem sieht, also was seiner Meinung nach fehlt bei diesen objektiven Ansätzen. Also ganz allgemein gesagt, sind intentionale Systeme einfach irgendwelche Wesen, deren Verhalten man erklären oder prognostizieren kann, indem man ihnen intentionale Zustände zuschreibt. Was sind intentionale Zustände? Nun, intentionale Zustände sind Bewusstseinszustände, die sich auf irgendeinen Gegenstand richten. Intentionalität, das ist der philosophische Fachausdruck für die Eigenschaft des Bewusstseins, gerichtet zu sein auf irgendetwas, also irgendeine Sache oder einen Sachverhalt zum Gegenstand zu haben. Simples Beispiel, ich will Schokolade essen. Dann habe ich einen bestimmten Bewusstseinszustand, nämlich dieses Wollen. Und dieses Wollen richtet sich auf etwas, auf den entsprechenden Gegenstand, nämlich die Tafel Schokolade. Das können auch durchaus komplexere Gegenstände sein. Zum Beispiel kann ich ja auch, sagen wir mal, wissen, dass morgen Wochenende ist. Dann habe ich wieder einen Bewusstseinszustand, nämlich das Wissen. Und dieser Zustand richtet sich auf etwas, nämlich den Sachverhalt, dass morgen Wochenende ist. So, intentionale Zustände sind also jetzt solche Bewusstseinszustände, die auf irgendeinen Gegenstand gerichtet sind. Darunter fallen Wünsche, Überzeugungen, Absichten, Hoffnungen und so weiter und so fort. Also im Prinzip alles das, was Sie mit einem Verb ausdrücken können, dem ein das mit Doppel-S, Punkt, 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 Satz folgen kann. Nun, ein intentionales System ist also ein System, dem ich solche intentionalen Zustände zuschreiben kann. Und diese intentionalen Systeme haben, so sagt das der Dennett, insgesamt drei wesentliche Eigenschaften. Eigenschaft Nummer eins ist es, sie haben ein Bewusstsein. Eigenschaft Nummer zwei ist es, sie sind rational. Und Eigenschaft Nummer drei ist, ich kann zu ihnen eine intentionale Einstellung einnehmen. Machen wir uns das nochmal an einem Beispiel deutlich. Also, Sie beobachten beispielsweise, wie ich vom Sofa aufstehe, sage, boah, ich habe Durst und zum Kühlschrank gehe. Wie interpretieren Sie oder erklären Sie dieses Verhalten, das Sie gerade beobachtet haben? Nun, Sie könnten mich ganz einfach als ein intentionales System beschreiben und dann ist die Sache relativ klar. Dieses intentionale System, das ich bin, könnte dann nämlich zum Beispiel die Empfindung haben, durstig zu sein. Außerdem könnte es die Überzeugung haben, dass sich im Kühlschrank noch was zu trinken befindet. Und dann ist es doch sehr vernünftig, aufzustehen und zum Kühlschrank zu gehen, um sich was zu trinken zu holen, um damit den Durst loszuwerden. Also, ich wähle rationalerweise das richtige Mittel, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also, Sie nehmen zu mir eine bestimmte Einstellung ein. Sie betrachten mich als ein intentionales System. Sie schreiben mir bestimmte Bewusstseinszustände zu. Durst zu haben, den Wunsch zu haben, etwas zu trinken zu holen und so weiter und so fort. Und sie schreiben mir auch Vernunft zu, nämlich gerade mal so viel Vernunft, dass ich es hinkriege, auf meinen Wunsch, etwas zu trinken, die entsprechenden vernünftigen Maßnahmen zu ergreifen, die mich dem Ziel meines Wunsches, etwas zu trinken zu bekommen, näher bringen. Das geht aber nicht nur bei Menschen. Das geht auch bei allen möglichen anderen Wesen. Sie können zum Beispiel auch eine Pflanze als ein intentionales System betrachten. Sie können ja sagen, die Pflanze wächst jetzt so schräg darüber, weil sie zum Licht möchte. Also wenn Sie sagen, die Pflanze möchte das, schreiben Sie ihr eine Intention zu, einen bewussten Zustand, eine Absicht. Sie schreiben ihr ein Ziel zu, das man mit vernünftigen Mitteln erreichen oder nicht erreichen kann. Also Sie betrachten sie als ein intentionales Wesen. Sie können das auch mit Ihrem Computer machen. Sie können sich ein Schachprogramm installieren auf Ihrem Computer und können dann sagen, ja, der Computer will jetzt meinen Turm bedrohen, damit ich gezwungen bin, meine Dame zu bewegen oder so etwas. Also auch da schreiben Sie dem Bewusstseinszustände zu und Sie schreiben ihm zu, dass er vernünftig agieren kann und behandeln ihn mal wieder wie ein intentionales Wesen. So, das sind also die intentionalen Systeme. Und der Clou für den Dennett an der Sache ist jetzt, das hat überhaupt nichts damit zu tun, was in diesem Wesen vor sich geht, innerhalb dieses intentionalen Systems. Intentionale Systeme sind einzig und allein eine Sache der Zuschreibung, also etwas, das ich von außen zuschreibe. Etwas ist dann ein intentionales System, wenn ich es so und so beschreiben oder betrachten kann. Aber wie es sich anfühlt, dieses intentionale System zu sein, das ist vollkommen nebensächlich. Und das ist jetzt der Punkt, an dem sich der Nagel stört.
Denn irgendwas Wichtiges scheint ja zu fehlen. Also ich beschreibe meinetwegen die Pflanze als ein intentionales System, schreibe ihr Bewusstseinszustände zu und benutze das dann, um ihr Verhalten zu prognostizieren, um zu sagen, wohin sie jetzt wachsen wird oder so etwas. Aber damit unterstelle ich natürlich nicht, dass es irgendwie ist, diese Pflanze zu sein. Doch gerade darauf kommt es ja an, meint Nagel. Das ist ja gerade das Wichtige am Bewusstsein, am Psychischen, dass es irgendwie ist, psychische Zustände zu haben. Dieser Aspekt fehlt in der objektiven Analyse als intentionales System. Aber leider ist das eben gerade der entscheidende Aspekt. Also hier haben wir es wieder. Die objektive Perspektive lässt irgendetwas vermissen, was eigentlich da sein müsste, nämlich diesen subjektiven Charakter. Naja, manchmal hat man in der Philosophiegeschichte versucht, den Ausweg zu wählen, über einen Dualismus, also indem man einfach sagt, es gibt nicht nur eine physische Natur, sondern es gibt darüber hinaus auch noch eine psychische Natur. Das kann entweder so verstanden werden, dass diese psychische Natur eine eigenständige geistige Substanz ist, also dann vertritt man einen Substanzdualismus, so wie man das beispielsweise in Reinform bei Descartes hat, mit seinen zwei verschiedenen Substanzen, res extensa und res cogitans. Oder man sagt, naja, es gibt eigentlich nur eine physische Substanz, aber die kann entweder physische oder psychische Eigenschaften haben, und das wäre dann der Eigenschaftsdualismus. Aber, sagt Nagel, selbst wenn wir so einen Dualismus einführen, das hilft uns leider nicht weiter, das löst nicht unser Problem. Er schreibt dazu, die Frage, wie man eine mentale Substanz, die subjektive Eigenschaften hat, in der objektiven Welt ansiedeln kann, stellt sich mit der gleichen Schärfe wie die Frage, auf welche Weise die physikalische Substanz subjektive Eigenschaften haben kann. Man kann also nicht einfach die Frage, wie kann es in der objektiven Realität etwas geben, das nur subjektiv real ist. Man kann diese Frage nicht beantworten, indem man sagt, naja, das macht die psychische Substanz, denn wie bitteschön macht sie das, die psychische Substanz? Wenn wir nicht wissen, wie es sein kann, dass in der materiellen oder physischen Welt Subjektivität existiert, dann hilft es überhaupt nichts, einfach mal tief in die philosophische Zauberkiste zu greifen und eine psychische Substanz rauszuholen und zu sagen, ja, die macht die Subjektivität. Solange wir keine Erklärung dafür haben, wie es möglich ist, dass eine geistige Substanz subjektive Zustände haben kann, solange ist das einfach nur ja, ein Taschenspielertrick. Es zeigt sich also mal wieder, auch hier bei der Betrachtung des psychophysischen Problems, einerseits ist die Realität des Subjektiven vollkommen klar. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, Bewusstseinszustände zu haben und wie es ist, in einem Bewusstseinszustand zu sein. Aber in jeder objektiven Beschreibung der Realität fehlen diese subjektiven Zustände. Wir können also eine ganze Reihe oder vielleicht sogar alle objektiven Fakten über ein bestimmtes Wesen auflisten, über sie oder über mich. Und trotzdem folgt aus der Auflistung dieser objektiven Fakten nicht, dass es irgendwie ist, dieses Wesen zu sein. Natürlich haben wir trotzdem die ganz starke Intuition, dass es irgendwie ist, dieses Wesen zu sein. Also Sie haben wahrscheinlich bei all Ihren Mitmenschen die starke Intuition, dass für diese Mitmenschen sich Ihr eigenes Bewusstsein ungefähr so anfühlt, wie Ihr Bewusstsein sich für Sie anfühlt. Aber kein objektiver Fakt kann Ihnen das garantieren. Es sieht also so aus, als wäre das Psychische im Sinne von Subjektivität Teil der Realität, auch Teil der objektiven Realität. Denn normalerweise identifizieren wir ja das, was real ist und das, was objektiv miteinander ist. Also was real ist, das muss objektiv sein. Also müsste es eigentlich Bestandteil der objektiven Natur sein, dass es Subjektivität gibt. Aber da sind wir wieder an dem Punkt angelangt, die beiden passen einfach nicht zusammen. Das letzte Beispiel für diesen Konflikt zwischen subjektiv und objektiv, das wir uns anschauen müssen, das ist jetzt im Bereich der Ethik zu finden. Auch hier in diesem Bereich der praktischen Philosophie treffen unvereinbare Theorien aufeinander, weil sie entweder die subjektive oder die objektive Perspektive betonen. Nagel geht es jetzt insbesondere um den Gegensatz zwischen Konsequentialismus und Deontologie. Das kennen Sie vielleicht aus Ihrer Ethik-Einführung. Es geht hier um zwei grundsätzlich einander gegenüberstehende Typen von Regelethiken. Regelethik heißt hier, es geht um eine Ethik, deren zentrale Frage die ist, was ist das Kriterium, oder meinetwegen eben die Regel, für das richtige Handeln? Also anhand welcher Regel, anhand welches Kriteriums kann ich unterscheiden, was richtige und was falsche Handlungen sind? So,
Der Konsequenzialismus ist der Meinung, richtiges Handeln ist das Handeln, dessen Folgen gut sind. Klassischer Vertreter einer konsequenzialistischen Ethik ist natürlich der Utilitarismus, wie er zum Beispiel von John Stuart Mill exemplarisch ausgearbeitet worden ist oder in der Gegenwart in der Form von Peter Singer. Dieser klassische Utilitarismus nach Art von John Stuart Mill wird ja oft zusammengefasst unter dem Schlagwort das größte Glück der größten Zahl. Heißt also, das Kriterium für das richtige Handeln für so einen Millschen Utilitarismus wäre, handle so, dass deine Handlung immer das größte Glück der größten Zahl befördert. Mal ganz grob gesagt, die Details müssen Sie im Ethikseminar klären, aber das ist so der Punkt, auf den Nägel jetzt hier an der Stelle hinaus möchte. Demgegenüber stehen dann die deontologischen Ethiken. Deontologie sagt, das richtige Handeln ist das, was in sich gut ist oder intrinsisch gut ist. Also im Gegensatz zum Konsequenzialismus gibt es für die Deontologie bestimmte Handlungen, die nicht aufgrund ihrer Konsequenzen gut sind, sondern einfach so in sich bereits gut sind, egal was die Konsequenzen sind. Es kommt nicht auf die Folgen einer Handlung an für die Deontologie, sondern auf die Handlung selbst. Man kann es auch so sagen, für eine deontologische Ethik sind bestimmte Typen oder Klassen von Handlungen intrinsisch gut und andere intrinsisch schlecht. Klassischer Vertreter einer solchen deontologischen Ethik ist natürlich Immanuel Kant mit seinem kategorischen Imperativ. Dieser kategorische Imperativ, von ihm gibt es verschiedene Formulierungen und Variationen. Man kann ihn ungefähr in der Form paraphrasieren, dass man sagt, handle so, dass die Maxime deines Handelns ein allgemeines Gesetz werden könnte. Das heißt, tue das, wozu du im moralischen Sinne verpflichtet bist, ohne dabei auf die Folgen zu achten. So, diese beiden Ethiktypen stehen einander gegenüber und auch hier, meint Nägel wieder, kann man den Gegensatz von subjektiv und objektiv ins Spiel bringen, um diesen Gegensatz zwischen den beiden Formen von Ethik zu erklären. Ein Problem für den Utilitarismus ist es nämlich, so sagt Nägel, dass er verwechselt, was man tun soll und was das Beste wäre. Der Utilitarismus nimmt also in unserer Schematik hier den objektiven Standpunkt ein. Er fragt sich, was wäre insgesamt für alle Betroffenen das Beste? Also sollte ich das tun? Ich sollte das tun, was insgesamt das Beste wäre, wenn ich so von oben herab auf die Gesamtheit aller betroffenen Personen blicke. Was wäre für die das Beste? Das ist das, was ich tun sollte. Also simples Beispiel. Sie sind vielfacher Milliardär und fragen sich, sollte ich einen Großteil meines Vermögens für wohltätige Zwecke spenden? Dann überlegen Sie, naja, ob ich jetzt 10 Milliarden auf dem Konto habe oder 1 Milliarde, das macht eigentlich keinen so großen Unterschied für mein Lebensglück. Es wird mir in beiden Fällen echt verdammt gut gehen. Und insofern ist es für mich kein wirklich großer Verlust, jetzt auf 9 Milliarden meines Vermögens zu verzichten. Andererseits, wenn diese 9 Milliarden sinnvoll eingesetzt werden, können sie damit vielen anderen Menschen sehr viel Gutes tun. Das heißt, wenn wir die beiden Situationen miteinander vergleichen, ich behalte meine 10 Milliarden und die anderen kriegen nichts, versus ich gebe 9 von meinen 10 Milliarden ab und die anderen teilen die unter sich auf und können damit eine Menge gute Dinge erreichen. Wenn wir diese beiden Situationen miteinander vergleichen, sagt der Utilitarist, müssten wir zum Ergebnis kommen, Situation 2 wäre insgesamt betrachtet besser. Insgesamt betrachtet geht es allen, also das größte Glück der größten Zahl, geht es allen hier besser als in der Situation Nummer 1. Also sollte das getan werden. Klingt an dieser Stelle intuitiv plausibel, wird allerdings dann problematisch, wenn es um Fälle geht, in denen zum Beispiel jemand für das Allgemeinwohl geopfert werden müsste. Also klassische klassisches kritisches Beispiel für den Utilitarismus. Dürfte man irgendeinen Obdachlosen, der keine Verwandten hat und der ansonsten auch in seinem Leben keine Freunde und keine Perspektive mehr besitzt, dürfte man den töten, um seine Organe zu entnehmen und die an andere Menschen zu verteilen? Hier müsste der Utilitarist jetzt eigentlich argumentieren, naja, der Obdachlose hat, wenn wir es mal realistisch betrachten, nicht so viel von seinem Leben. Sein Lebensglück ist insgesamt ziemlich begrenzt und auch die Erwartung, was aus seinem Leben noch werden könnte, ist nicht sonderlich hoch. Auf der anderen Seite gibt es da eine ganze Reihe von Menschen, deren Leben bedroht ist und wenn die
sterben, weil sie keine Spenderorgane bekommen, dann ist das ein großer Verlust für viele andere Menschen, nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern vielleicht auch für die Gesellschaft, weil die wichtige Positionen haben oder was weiß ich was. Also müsste man doch sagen, alles in allem wäre es besser, den Obdachlosen zu töten und seine Organe an bedürftige Menschen zu verteilen. Da sträubt sich aber bei den allermeisten Menschen etwas gegen diese Schlussfolgerung. Die Deontologie würde an der Stelle jetzt sagen, nein, egal wie gut die Konsequenzen sind, es ist nicht erlaubt, das zu tun. Die Frage ist also nicht, was wäre das Beste insgesamt betrachtet, sondern was wäre das Richtige in der jeweiligen Situation. Die Deontologie nimmt also in der Sache hier, könnte man sagen, den subjektiven Standpunkt ein. Sie betrachtet die Welt nicht insgesamt und den Einzelnen, der in der Welt vorkommt, nur als ein Partikelchen darin, sondern sie nimmt ja, den Standpunkt des Opfers ein, wenn sie die Frage stellt, was sollten wir tun? Also wenn wir diesen obdachlosen Fall aus der deontologischen Perspektive nochmal betrachten, nehmen wir die subjektive Perspektive des potenziellen Opfers dieser Organausweitung ein und sagen uns dann, nein, das wäre nicht gerechtfertigt. Die Rechte dieses Opfers würden verletzt werden dabei. Selbst wenn es für alle Beteiligten das Beste wäre, also der Verlust für den Obdachlosen wäre geringer als der Gewinn bei den ganzen anderen Leuten. Objektiv gesehen wäre es aufs Ganze das Beste für alle. Es wird also in der deontologischen Perspektive die subjektive Perspektive des einzelnen Individuums berücksichtigt. Nehmen wir noch mal ein anderes Beispiel, um das klar zu machen. Also stellen Sie sich vor, beim Fußballspiel zwischen Bayern München und Dortmund stürmen Terroristen das Spielfeld, nehmen die Mannschaft als Geisel und drohen, die alle umzubringen, wenn nicht ein vollkommen unbeteiligtes und unschuldiges kleines Kind hier auf dem Fußballplatz live im Fernsehen hingerichtet wird. Sollte man das dann tun? Nun, natürlich nicht. Man sollte es nicht tun. Auch wenn man jetzt aus einer utilitaristischen Perspektive argumentieren könnte, es wäre objektiv gesehen besser. Wir könnten viel mehr Leben retten, wenn wir dieses eine Leben opfern, als wenn wir es nicht tun. Aber sagt hier die deontologische Perspektive, nein, das geht nicht. Warum geht es nicht? Weil wir den Standpunkt dieses kleinen Kindes berücksichtigen müssen, dieses Individuums, das aus seiner subjektiven Perspektive betrachtet, das Recht hat, am Leben zu bleiben. Das also das Recht hat, Ansprüche auf das eigene Leben und sei es zu noch so einem guten Zweck abzuwehren. Es sieht also so aus, als hätten Subjekte gewisse Rechte, die nichts mit positiven oder negativen Konsequenzen zu tun haben. Nagel drückt das sehr schön aus, wenn er schreibt, die Kernfrage besteht darin, auf welche Weise der individuelle Standpunkt des Handelnden in die Entscheidung eingehen sollte, was er tun soll bzw. tun darf. Also müssen wir diese subjektive Perspektive, die uns sagt, du hast bestimmte unveräußerliche Rechte oder du hast bestimmte unabwendbare Pflichten anderen gegenüber, müssen wir diese subjektive Perspektive berücksichtigen in der Ethik oder nicht? Also, wir sind mal wieder an dem Punkt angelangt. Es gibt zwei mögliche Perspektiven auf eine Frage. Unsere Frage lautet diesmal, wie sollen wir handeln? Die externe Perspektive sagt, handle so, wie es insgesamt am besten wäre. Das ist der Ansatz der konsequenzialistischen Ethik. Die interne Perspektive sagt, handle so, wie es richtig wäre. Das ist der Ansatz der deontologischen Ethik. In der externen Perspektive betrachten wir also die Welt sozusagen sub specie aeternitatis, also aus dem Blick Gottes oder aus dem Blickwinkel der Ewigkeit, aus einer überindividuellen Perspektive. Aus keiner bestimmten individuellen Perspektive heraus, sondern wir fragen uns, was wäre aufs Ganze gesehen das Beste? In der internen Perspektive betrachten wir die Handlungen aus der Perspektive des potenziellen Opfers oder aus unserer eigenen Perspektive, das heißt immer aus einer individuellen Perspektive heraus. Die objektive Sichtweise kann jetzt natürlich sagen, meine Sichtweise ist die einzig richtige. Denn nur wenn man jeden bloß als einen unter vielen betrachtet, wenn jede Person nur eine unter anderen ist, dann sind alle gleich. Also das, was die Ethik fordert. Fairness allen gegenüber und einen vorurteilsfreien, unvoreingenommenen Standpunkt allen Betroffenen gegenüber, dann kann es das eigentlich nur in der objektiven Perspektive geben.
Denn dann wird ja niemand bevorzugt. Und das ist die essentielle Voraussetzung für ethisches Handeln überhaupt. Gleichheit, Fairness. Bloß kann jetzt die subjektive Perspektive geltend machen, dass diese abstrakte Idee, was dann das Beste ist, auch irgendwie in meinem individuellen Leben umgesetzt werden muss. Ich kann ja prinzipiell wissen, was am besten wäre und was für alle am besten wäre. Aber das heißt ja nicht, dass ich es auch tun muss. Also stellen Sie sich vor, Sie kommen als wohlhabender Milliardär zu dem Entschluss, ja, objektiv betrachtet wäre es für alle, für die Gesamtheit das Beste, wenn ich den Großteil meines Vermögens weggeben würde. Aber damit Sie das auch tun, muss diese objektive Sichtweise sich auch irgendwie in Ihre subjektive Lebensführung übersetzen lassen. Solange Sie nämlich nicht motiviert werden, auch dieser objektiven Perspektive zu folgen, werden Sie gar nichts tun, werden Sie Ihr Geld nicht weggeben. Also, ich muss diese Einsicht aus der objektiven Perspektive, irgendwie in meine subjektive Perspektive reinholen und sie umsetzen in meinem Leben. Und dazu hilft mir kein überpersönlicher, objektiver Standpunkt. Das kann ich nur aus meiner eigenen individuellen Perspektive heraus machen. Ich muss also auch meine Verpflichtung als Subjekt anderen Subjekten gegenüber anerkennen. Ich muss also auch, um ethisch zu handeln, die subjektive Perspektive berücksichtigen. Und da haben wir es wieder. Das gleiche Ergebnis wie auch in den vorherigen Fällen. Subjektive Perspektive und objektive Perspektive sind beide berechtigt, sind beide aber unvereinbar. Lässt sich dieser Konflikt überhaupt in irgendeiner Weise lösen? Das ist die Frage, die wir jetzt beim nächsten Mal besprechen müssen.